Hallo E-Bike-Freunde, in dieser Kiste befindet sich aktuell aus meiner Sicht das beste Fatbike neben den Sairacho Ranger in der unter 3000 Euro Klasse, welches man derzeit kaufen kann. Für alle, die meine Videos aufmerksam verfolgen, denen wird nicht entgangen sein, dass ich jetzt hier eine andere Location habe. Aber ich hatte es ja angekündigt, dass eine Art Showroom entsteht, wo man die Fahrräder nicht nur von Sairacho, sondern allgemein habe ich da ein paar ausgesucht, bei mir nicht nur angucken, sondern auch Probe fahren kann. Ein Großteil der Fahrräder hier im Hintergrund wird noch verkauft. Demnächst bei eBay Kleinanzeigen, falls du noch ein Bike suchst, 40% Nachlass gegenüber dem Neupreis. Die sind nahezu alle neuwertig. Ich bin nach dem Erstellen der Videos nicht mehr damit gefahren, bis auf ein paar wenige, aber die behalte ich ja. Wie zum Beispiel das Sairacho Ranger und hier auch das Trax, die bleiben bei mir. Der Grund ist, ja, ich bin eine Art Vermittler oder Vertragshändler geworden bei Sairacho und jeder, der daran interessiert ist, so ein Fahrrad zu kaufen, kann mich besuchen und diese Fahrräder hier bei mir auf Herz und Nieren selbst testen und Probefahren, inklusive Beratung von mir natürlich. Es gibt ja richtig coole Strecken, die wir gemeinsam fahren können. Ja, in diesem Video werdet ihr auf jeden Fall erstmal nur den Aufbau sehen von dem Trax. Ja, falls ihr so ein Teil kauft, bekommt ihr es ja in dieser Kiste geliefert. So sieht das Ganze aus. Lieferzeit, ja, ungefähr 5 Tage mindestens, je nach Verfügbarkeit. Und es wird dann meistens mit einer Spedition angeliefert. Man bekommt vorher Bescheid, wann der Liefertermin ist. Und dann sollte man halt auch zu Hause sein. Falls sich jemand überhaupt nicht zutraut, so ein Fahrrad einzumontieren, ja, man könnte es auch zu mir schicken und ich mache dann die Endmontage. Vorausgesetzt, ihr kauft es über den Link, den ihr in der Videobeschreibung findet. Da werde ich nämlich mit ein paar Prozentpunkten dran beteiligt. Aber ich kann euch sagen, so gut ist das nicht. Normalerweise kriegt man das hin, auch wenn man kein Zweiradmechaniker ist. Ich bin nämlich auch keiner. Also so gut wie diese Fahrräder eingepackt sind, habe ich wirklich noch keine anderen Fahrräder verpackt gesehen. Komplett in Schaumstoff wie rohe Eier verpackt. Grundsätzlich macht es Sinn, die Kisten aufzubewahren, also nicht so machen wie ich schneide die immer kaputt. Aber ich gehe immer davon aus, dass die Fahrräder keine technischen Mängel haben. Sollte allerdings mal ein Mangel da sein, macht es Sinn, wenn man die Originalkiste hat, um das Fahrrad eventuell zurückschicken zu können. Ja, toll. In der Farbe Orange. Genauso wollte ich es haben. Falls sich jemand mit Orange nicht identifizieren kann, schaut einfach auf den Link. Es gibt weitere Farben. Ich bilde euch das mal hier ab. Von weiß über relativ grau schlicht. Aber das Orange ist auf jeden Fall das Auffallendste. Aber unabhängig von der Farbe kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr mit so einem Fahrrad draußen unterwegs seid, fallt ihr sowieso auf. Ihr müsst euch schon mal jetzt dran gewöhnen, wenn ihr sowas kauft im Vorfeld, dass ihr sehr oft angesprochen werdet oder Leute sich umdrehen und hinterher schauen. Das ist auf jeden Fall garantiert. Hier gibt es nicht viel zu tun, nur ein paar Kabelbinder abknipsen. Wo entsorgt man jetzt diese Verpackung? Ganz einfach, neben die gelbe Tonne stellen. So mache ich das immer, wird immer mitgenommen und dann wird das Ganze recycelt. Ich glaube, das Fahrrad ist mindestens zu 90, eher 95% vormontiert. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ein gratis Geschenk, eine Luftpumpe. Das hatte ich beim Ranger nicht. Ja, diesmal eine etwas höherwertigere. Eine Fußpumpe. Hier unten versteckt sich der Akku. Muss man dann separat reinmachen. Der ist ordentlich schwer. Ich glaube 960 Wattstunden. Das bringt natürlich Gewicht mit sich und Reichweite. Dank Drehmomentsensor werdet ihr alles in dem Vorstellungsvideo bekommen. Mitbekommt ihr Informationen. Ja, hat man hier wirklich ordentlich Reichweite. Genau, den bauen wir später ein. Jetzt nehmen wir erstmal das Fahrrad raus. Ja, zur Endmontage gehört eigentlich nur Lenker montieren, Rad dran schrauben, Pedale fehlen noch. Und das war's schon. Schutzbleche sind jetzt hier nicht dabei, kann man optional als Zubehör dazu kaufen. Hier hinten verstecken sich die anderen Zubehörteile, wie zum Beispiel ja, Pedale, Lampe, alles standardmäßig. Ein zusätzlicher Griff mit Gasfunktion ist aber in Deutschland nicht erlaubt, deswegen ist es hier optional. So, ansonsten Spiegel. Haben wir hier noch Schönes? Das weiß ich jetzt gerade nicht.
kriegen wir nochmal raus. Ein Reflektor, auch wichtig für Deutschland. Ja, ansonsten einfaches Werkzeug. Und ich gehe davon aus, wieder ein hochwertiges Ladegerät. Hoffe ich doch, wie wir das beim Ranger auch haben. Ja, sehe ich schon, das ist. Im Hintergrund hört ihr einer meiner Gruselfiguren, habt ihr vielleicht schon gesehen, weil das war ja mein Halloween-Parcours. Wer das nicht verfolgt hat, schaut einfach auf meinen anderen Kanal. Also allein die Ladegeräte bei Cyrusher unterscheiden sich gravierend zu den anderen Made-in-China-Fahrrädern, weil das ist hier richtig Qualität, fässt sich wertig an, ist nicht so billig Plastik. Ja, sollte man auf jeden Fall mal wissen, dass man hier nicht gespart hat. Ja, als erstes werde ich den Lenker anschrauben. Dazu muss erstmal dieser Lenkervorbau in die richtige Richtung gedreht werden. Wichtig ist einfach, die Scheibenbremse natürlich, wenn man in die Fahrtrichtung schaut, links. Ja, demzufolge, das hat man wahrscheinlich, damit es besser verpackt ist, sicherer, so nach hinten gedreht. Die zwei Schrauben hier lösen, die sind auch gar nicht sehr fest gewesen. Also wahrscheinlich kann man das schon so drehen. Ja, geht. Zack. Erstmal grob wieder anziehen und später wird es dann ausgerichtet, wenn dann alles montiert ist. Ja, als nächstes hier einfach die vier Schrauben komplett entfernen, damit die zwei Klemmschellen komplett weg können. Das Werkzeug war dabei, finde ich auch ganz praktisch. Da hat man gleich drei Inputgrößen an einem Werkzeug dran. Der Lenker ist komplett vormontiert, alles ist schon dran. Kann man auch nichts verkehrt machen, man muss nur gucken, dass die Kabel gut hängen, aber die sind ja sehr gut sortiert gewesen, muss man ja eigentlich nichts machen. Aber es könnte ja sein, dass das so verdreht ist, dann muss man halt schauen, dass die Kabel hier ordentlich aussehen. Ja, und dann wird es einfach hier dazwischen gesetzt und dann wieder festgeschraubt, und zwar gleichmäßig. Die Schelle geht nicht komplett ran an die andere Schelle, sondern da ist immer so ein leichter Spalt dazwischen und der sollte oben und unten ungefähr gleich sein. Es versteht sich von selbst, dass der Lenker mittig sein sollte. Muss man hier schauen, da sind so Riefen drin. Das kriegt man relativ leicht ausgemittelt. Auch den Lenker selber kann man noch einstellen in der Neigung. Der Lenkervorbau lässt sich nicht verstellen. Was ich persönlich sehr gut finde, ist, dass der Lenker geschwungen ist, also nach oben geht. Es scheint auch noch eine zweite Variante bei dem Ranger zu geben, wo der Lenker nicht so hoch geht. Wurde mir mal berichtet. Beim Ranger habe ich auch diesen Lenker dran. Ich ziehe den noch nicht komplett fest. Gut ist, wenn man einen Drehmomentschlüssel hat oder halt mit Gefühl, ja, nicht komplett anknallen. Aber so lasse ich den erstmal. Er wird später nochmal komplett ausgerichtet. Die Sattelklemmung ist mit zwei Schrauben ausgeführt. Das hatten wir auch schon beim Ranger, also sehr hochwertig. Das bewegt sich null, auch wenn man hier mit 150 Kilo drauf sitzen sollte. Mit Schnellspannverschluss, ja, wird erstmal grob reingemacht, weil wir drehen jetzt das Fahrrad auf den Kopf. Boah, zum Glück ist der Akku noch draußen, aber trotzdem hat das Fahrrad schon ordentlich Gewicht. Ganz wichtig, hier sind hydraulische Scheibenbremsen verbaut. Und hier ist noch so ein Sicherungssplint. Der ist jetzt hier mit diesem Kabelbinder fixiert. Und den muss man vorher rausziehen. Der sorgt dafür, dass die Bremsbacken nicht zusammengehen. Weil wenn ich jetzt drücke, dann gehen die zusammen und nicht mehr auseinander. Deswegen ist es ganz wichtig, nachdem man das rausgezogen hat, die Bremsen nicht betätigen. Hier ist noch so eine Scheinachse. Die ist auch nur zur Sicherung. Die könnt ihr einfach rausschrauben. Braucht man nicht. Kann man entsorgen oder recyceln. Das Rad federleicht, trotz dass es so groß ist. Und ist einfach hier vorsichtig draufgesetzt. Scheibe zwischen die Bremsbeläge. Und das war's schon. Jetzt kommt hier noch die Achssicherung rein. Die befindet sich in der Kiste, hoffe ich. Das Besondere bei Cyrusher im Vergleich zu anderen Bikes, hier ist gar keine richtige so eine Steckachse dabei, also die man so reinschiebt und dann festklemmt. Hier sind diese Schrauben dabei. Und die werden jetzt einfach hier rechts und links reingeschraubt. Da ist noch so eine Unterlegscheibe dabei, diese schwarze hier. Ja, und dann wird das einfach festgezogen. Was noch in der Tüte ist, finde ich sehr gut. Ein Satz Bremsbeläge zum Austauschen. Ja, super. Hier noch so ein kleiner Kabelschlauch, wenn man irgendwas fixieren will. Und noch kleinere Schräubchen, wahrscheinlich als Ersatzschrauben. Beziehungsweise müssen wir ja noch die Lampe montieren.
Aber hier ist schon die Schraube dran, also wahrscheinlich Ersatz. Ja, sehr ungewöhnlich, aber das war beim Ranger auch so. Beim Ranger hatte ich gedacht, wo ist denn die Achse? Haben die vergessen? Dann habe ich in die Beschreibung reingeschaut und siehe da, da ist keine richtige Achse, das ist nur diese Schrauben hier. Ja, aber warum denn nicht? Beidseitig natürlich. Ein minimales Schleifen, aber das ist normal, das sind die Bremsbeläge. Ja, das schleift sich mit der Zeit ein und wenn man dann bremst, man kann es auch notfalls noch ausrichten. Hier sind nämlich zwei Schrauben. Diese da und diese da, wenn man die löst, kann man den Sattel etwas hin und her bewegen. Ja, ich mache das immer so, ich mache das locker, dann bremse ich, dass der Sattel sich ausrichtet und im gebremsten Zustand werden die wieder festgeschraubt und dann sollte das sehr gut funktionieren, aber ich lasse es erstmal so. Ja, das nimmt man kaum wahr. Man hat hier einen Aufkleber dran gemacht, damit man nicht links und rechts verwechselt. Also die Pedale, die sich jetzt in die Richtung festschrauben lässt, ist die richtige. Während der Pedale konnte ich jetzt keine Markierung finden. Ja, die scheint schon mal nicht zu gehen. Ja, die greift. Einfach mittels 15er Schlüssel ja, festschrauben. Rechte Seite natürlich mit Rechtsgewinde. Fehlt eigentlich jetzt nur noch der Akku und das Licht. Ja, drehen wir das Ganze wieder um. Der Rest ist ja vormontiert. Das heißt, auch der Ständer ist dran. Den können wir gleich runterklappen. Ja, gefällt mir schon mal richtig gut. Lenker werde ich noch ein bisschen vorstellen. Echt geniales Fahrrad. Das sieht ja so rattenscharf aus. Die Farbe wirkt in echt noch cooler als auf den Bildern. Wir setzen gleich mal den Akku ein. Da unten sind ja diese Anschlüsse. Logischerweise muss das jetzt so rum rein. Um den Akku reinsetzen zu können, braucht man auf jeden Fall einen Schlüssel. Die sind ja am Lenker dran gewesen. Zwei Stück. Und dazu einfach den Schlüssel hier an der Seite reinstecken. Und dann zack. Lampe mit Hupe. In Deutschland so nicht erlaubt. Also man braucht auf jeden Fall noch eine Klingel. War hier leider nicht dabei. Spiegel sind dabei, aber Klingel nicht. Müsst ihr noch dazu kaufen, damit das Ganze wirklich legal ist. Und ein zweiter Reflektor in den Rädern. Weil hier ist jetzt einer schon vormontiert gewesen, aber es müssen laut deutscher Norm zwei gegenüberliegende Reflektoren sein oder halt vier. Kann man machen, wie man will. Oder man kann auch so Speichenringe drauf machen, wenn man das möchte. Alternativ gibt es ja auch die Reifen mit dieser reflektierenden Schicht, aber ist jetzt hier nicht dran. Ja, ein Reflektor ist, soweit ich weiß, nicht zulässig. Man braucht mindestens zwei pro Rad. Zehner Schlüssel, ich habe jetzt mal einen Imbusschlüssel von mir genommen. Die Schraube ist ja jetzt hier vormontiert. Ja, die muss man jetzt einfach lösen. Und dann wird die Lampe hier befestigt. Damit das Ganze optisch schön aussieht, schraubt man den Bügel hinter diesen Rahmen hier. Zack. Und dann einfach wieder die Mutter draufstecken. Unterlegscheibe drunter. Ja, überhaupt kein Problem. Und festschrauben. Ausrichten. Bei diesem Stecker ist hier so eine Pfeilmarkierung. Da und auch bei dem Gegenstück sieht man jetzt etwas schlecht. Aber die Pfeile müssen aufeinander zeigen und dann kann man das perfekt zusammenstecken. Zack. Es ist zwar schön und nett gemeint, aber ich weiß nicht, wo ich dieses Teil hinschrauben soll. Denn der Durchmesser hier scheint mir echt klein. Man hat auch nicht viel Spielraum. Der Lenker ist dazu zu dick. Hier oben sind die Griffe im Weg. Keine Ahnung. Genau wie die Spiegel. Aus Erfahrung weiß ich, die machen keinen Sinn. Weil egal wie ich die jetzt hier hinschraube oder festklemme, das ist ja bloß so ein Gummiband, man hat immer bloß den Arm oder die Brust im Visier. Die müssten halt weiter raus irgendwie, man könnte sie vielleicht hier außen drauf stecken, aber dann stören sie eigentlich auch. Ja, kann ich auch nichts mit anfangen, also werde ich nicht montieren. Ansonsten ist alles dran geschraubt, was dran gehört, was wir noch machen müssen. Luft aufpumpen, das Federbein kontrollieren, denn das ist nämlich ein Luftdruckfederbein. Ja, ich glaube, hier könnte noch ein bisschen Luft rein.
Ja, hier unten ist der Kontrollring. Also dieser Ring, ja, der hat jetzt noch ein bisschen Spielraum nach unten. Bis hierher könnte er gehen. Aber für meinen Geschmack ist das noch zu weich. Und jetzt gibt es hier vorne ein Ventil. Hier kann man das übrigens blockieren, dass es gar nicht federt. Und hier kann man jetzt Luft nachträglich reinfüllen. Dazu braucht man eine spezielle Pumpe. Die habe ich auch. Also die ist nicht mitgeliefert. Die muss man sich halt kaufen oder irgendwo leihen. Und dann kann man das dementsprechend anpassen. Die Werte stehen alle in der Beschreibung, wie viel Druck maximal drauf gepumpt werden dürfen. Ich werde oft gefragt, wie viel Luft kommt denn hier drauf? Ich mache das nach Gefühl. Das scheint mir zu wenig, weil ich auch viel auf Straße fahre, also asphaltierte Straße. Jetzt sind 1,5 Bar. Ja, ich werde das so auf 2 Bar erhöhen. Im Gelände würde das reichen, wenn man 1,5 Bar hat. Ja, das verteilt sich dann hier schön, der Druck, und man hat trotz Federbein hinten, hat man nochmal eine zusätzliche Federung. Also selbst wenn man das blockiert, ist das wie, als wenn man ein vollgefedertes Fahrrad fährt. Tipptopp! Also ich bin mal wieder richtig begeistert, ich wusste ja, was mich erwartet. Ich habe ja das Ranger. Ja, ich freue mich schon auf die ersten Probefahrt. Da seid ihr natürlich dabei im nächsten Video. Seid gespannt. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.